Deutsche Ausdrücke mit lustigen kranischen Bedeutungen. Was bedeutet eigentlich Neujahr? Schwer zu erklären, oder? Es ist eine Art Filler-Word, sozusagen. Was ist denn dieses Filler-Word auf Deutsch? Naja, versteht ihr? Also ist es ein Wort als Platzhalter, bevor ihr was sagt. Naja, das muss ich nicht erklären. Diese Wendung hört sich bei den Koreanern anders an. Auf Koreanisch bedeutet, naja, ich bin's. Naja. Ich war mal in einer U-Bahn-Station und habe gehört von hinten, dass jemand plötzlich naja sagt. Zu diesem Zeitpunkt habe ich erst gedacht, hey, war es ein Koreaner oder was? Kurz darauf habe ich bemerkt, dass ein Nicht-Koreaner ganz normal telefoniert hat. Aber das macht auch Sinn, wenn jemand telefoniert und sagt, ich bin's. Hört sich ganz normal an. Ja, das hatten viele Koreaner schon festgestellt, glaube ich. Skifahren? Ich werde nicht darüber reden, warum wir das statt ausgesprochen. Nur werde ich kurz kommentieren, dass Ski auf Koreanisch Pipi bedeutet. Das Wort spricht schon von selbst, oder? Leute, es ist kein Lamian. Kein Lamian. Kurz nachdem ich nach Deutschland gekommen bin, habe ich viele Ramenläden gesehen. Interessant, dachte ich mir, dass die Nudelläden so modern und künstlerisch aussehen. Ramen und Ramen. Die zwei Dinge, die nicht so ähnlich sind. Ja, so sagt ein Koreaner, wenn er verletzt wurde. Aya, das wie Eier klingt, ist nämlich das koreanische Aua. Das ist nicht komplett dasselbe, da wir keine Z-Aussprache haben. Aus Koreanisch wäre es Juk. Und es bedeutet gerade, direkt, aufrecht, immer noch, lang, die ganze Zeit, ständig, ohne Pause, in einem Satz, in einem Zug. Ja, ich weiß, so ein Zauberwort ist das. Rennen oder rennt, das ist ein sehr umgangssprachliches Wort, würde ich sagen. Das verwendet man auch, wenn etwas auffällt oder Aufmerksamkeit weckt. Zum Beispiel, weil er seine Haare aufhellen gelassen hat, fällt es zwischen den dunklen Haaren Koreaner deutlich auf. Das hier ist nicht so ähnlich auf. Trotzdem fand ich es einfach witzig. Ameise lautet wie Ama-ije auf Koreanisch, welches wahrscheinlich jetzt bedeutet. Ama heißt vielleicht, wahrscheinlich, vermutlich, möglicherweise, voraussichtlich, anscheinend, wohl und so weiter. Und Ije heißt jetzt. Und als letztes in meiner Liste, für Koreaner klingt es lustig, aber aus einem anderen Grund, weil es der koreanischen Bedeutung zu ähnlich klingt. Hurensohn. Dazu braucht man keine Erklärung mehr. Das bedeutet einfach genauso das auf Koreanisch. Das war's. Ich wollte eigentlich 10 solche Wörter sammeln, aber naja. Ciao!